setzen in der Tagesordnung fort mit dem Tagesordnungspunkt 12, drei Änderungen der Ziffer 1 des Beschlusses des Stadtrates vom 2. Juni 2016 zum Verkauf eines Grundstücks an der Ringstraße. Hier liegt mir ein Ersetzungsantrag Fraktion Die Linke vor, der könnte zunächst eingebracht werden, Herr Wirz. Und dann steigen wir ein in die Runde der Fraktionäre. AfD beginnt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Ringstraße vor dem Gewandhaus schräg gegenüber der Goldenen Pforte beschäftigt uns seit inzwischen 2014, das sind fast 7 Jahre, beginnt mit einem Architekturwettbewerb, wurde dort für eine Hotelnutzung ein Wettbewerb ausgeschrieben, der ein umstrittenes Ergebnis brachte. In der Folge wurden mehrfach sowohl mit Fraktionen als auch im Bauausschuss als auch in der Gestaltungskommission Runden gedreht und das Projekt blieb in der Gestaltung bis zuletzt umstritten. 2016, als wir glaubten, dass dieses Bauvorhaben auf einem guten Weg ist, als man sich einigermaßen geeinigt hatte, einige Schwächen abgebaut hat, wurde der Verkauf des Grundstückes an der Ringstraße beschlossen. Daraufhin gab es weitere Diskussionen, es ging um ein weiteres Grundstück, es ging darum, dass nur eine Teilfläche bebaut werden kann aufgrund der komplizierten Eigentumsverhältnisse. Das hätte dann zur Folge gehabt, dass eine Brandwand Richtung Rathaus gezeigt hätte, zumindest vorläufig bis auf Weiteres, das wollte niemand. Daraufhin hat es Verhandlungen gegeben, eine Einigung und nun stehen wir da, 7 Jahre später. Und nachdem es im Bauausschuss, im vorletzten Bauausschuss nochmal heftige Kritik an den Fassaden gegeben hatte, die eine sehr hässliche Betonung der Horizontalen drin hatte, durch scharfkantige Gesimsbänder, die eigentlich diesen Entwurf sehr stark gestört haben, die auch dann Einfluss auf die Wirkung des Platzes gehabt hätten, wurden zwar nochmal überarbeitete Fassaden vorgelegt, die im Prinzip auch ein Stück weit wieder die alte Neigung oder eine Richtung zur Eleganz hervorgebracht haben, durch abgerundete Ecken, durch bestimmte Fenstergewände, durch Reduzierung der horizontalen Gesimsbänder, aber in der Gesamtbetrachtung überzeugt der Verkauf nicht mehr. Woran liegt das? Geplant ist ein Hotelbau für eine Standard-, eine Franchise-Hotelkette, die im Prinzip nicht dadurch auffällt, besonders individuell zu sein. Diese Hotels gibt es überall. Und wir müssen uns bewusst sein, wir befinden uns an einer der exponiertesten Stellen der Altstadt in Dresden. Dieses Gebäude wird gegenüber des Gewandhauses stehen. Das Gewandhaus, was im Krieg zerstört worden ist, ein barockes Gebäude, was wieder aufgebaut worden ist, wo jetzt eine sehr honorige Restaurant- und auch Hotelbewirtschaftung stattfindet. Das Gebäude wird sich im Prinzip über Eck befinden zum repräsentativen Haupteingang des neuen Rathauses mit der Goldenen Pforte, mit der ganzen dort im Prinzip wichtigen Eintrittskarte in die Stadt Dresden. Insofern möchten wir anregen, den Beschluss von 2016, den Verkauf aufzuheben und das Grundstück erneut auszuschreiben zum Verkauf. Es ist klar, für die Linke, wir tun uns mit Verkäufen von Grundstücken immer schwer, aber es ist nicht ein Standort, der für sozialen Wohnungsbau geeignet ist. Wir denken aber, dass eine Bettenburg dort an dieser Stelle auch der, wie schon gesagt, exponierten Stelle in der Stadt nicht gerecht wird. Wir wünschen uns dort oder möchten anregen, eine Ausschreibung zu starten für eine zumindest in Teilen öffentliche Nutzung, für eine in Teilen kulturelle Nutzung, die eine Wirkung in den Altstadtraum hinein entfaltet und nicht nur im Prinzip dort mit dem Frühstücksbudget hier Buffet und mit Übernachtungsmöglichkeiten in 200 Zimmern eigentlich diesen Platz für die Stadt verschwendet, ihn ein Stück weit auch nicht lebendig macht, sondern im Prinzip dort nur dieses Ein- und Aus- eines Hotels hat. Insofern bitte ich um Zustimmung zu unserem Ersetzungsantrag, zu einem erneuten Anlauf. Es ist gar nicht ausgeschlossen, dass die jetzigen im Prinzip Interessenten das Grundstück sich wiedererwerben. Also sie müssen sich Gedanken machen über ihre Nutzung, wie sie die Erdgeschosszonen beleben, wie sie dort irgendwo Leben reinbringen, was über ihre im Prinzip sehr
mal sagen, stromlinienförmige kommerzielle Nutzung hinausgeht und was uns dort im Prinzip vor dem Rathaus in Richtung der Weißen Gasse und vor dem Gewandhaus auch urbanes Leben, einen wirklich bunten Punkt in der Stadt beschert, der dieser Stelle in der Altstadt in Dresden angemessen ist. Vielen Dank. So, gehen wir rein in die Fraktionsdiskussion. AfD, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Formal ändern wir hier nur den Käufer aus einer Verkaufsvorlage, die vor 5 Jahren bereits beschlossen wurde. Effektiv entscheiden wir damit auch über die Architektur, welche sich auf einen der populärsten noch verbleibenden Bauflächen innerhalb unserer Altstadt niederschlagen wird. Egal, ob man von der Lingner Allee oder von der St. Petersburger Straße das erste Mal nach Dresden kommen wird, dieses Bauwerk wird den Gästen von Dresden zukünftig einen ersten Eindruck unserer Altstadt vermitteln. Es ist hinlänglich bekannt, dass es für den ersten Eindruck keine zweite Chance gibt. Wenn man also zukünftig das Gewandhaus als Bauwerk für diesen ersten Eindruck rausnimmt und stattdessen etwas Neues davor setzt, sollte dieses neue Bauwerk aber in jedem Fall ein adäquater Ersatz oder sogar eine Verbesserung gegenüber dem Gewandhaus darstellen. Der ursprüngliche Entwurf, der uns im Bauausschuss vorgeschlagen wurde, orientierte sich teilweise am Rathaus, teilweise an der 50er-Jahre-Bebauung im Umfeld, jedoch nur sehr wenig am Gewandhaus. Überhaupt bekam man den Eindruck, dass das Gewandhaus als benachbarte Bebauung in jeglicher Hinsicht ignoriert wurde. Wir sahen diesen Entwurf daher für das ursprüngliche Baufeld eher kritisch und ungeeignet und haben daher auch im Bauausschuss diesen Entwurf abgelehnt. Nun kommt es selten vor, dass ich Herrn Baubürgermeister Kühn mal lobe, aber an dieser Stelle hat er dieses Lob redlich verdient. Denn trotz der knappen Mehrheit im Bauausschuss hat er den Entwurfsverfasser beauftragt, den Entwurf nochmal nachzubessern. Die Veränderungen gehen in die Richtung, die ich von vornherein von einem Entwurf in dieser Lage erwartet hätte. Die Stilelemente eines klassischen europäischen Städtebaus wurden zunehmend mehr und mehr deutlich erkennbar. Ich denke, man sieht im Entwurf zwar immer noch etwas an, dass der Architekt hier beauftragt wurde, eine Gestaltung umzusetzen, die ihm eigentlich selbst nicht unbedingt so liegt. Und unter diesen Umständen muss man mit dem Entwurf schon fast zufrieden sein. Wenngleich ich noch immer sagen muss, dass an dieser Stelle eigentlich noch mehr Kleinteiligkeit und noch mehr schmückende Stilelemente in der Fassade, klarere Fenstergesimse und auch eine stärkere Eckbetonung zu erwarten gewesen wären, sehen wir uns als AfD-Fraktion bei dieser Überarbeitung nun nicht mehr gezwungen, den Entwurf und diese Vorlage damit abzulehnen. Das Gebäude, was dort entstehen wird, stellt für uns den kleinsten gemeinsamen Nenner dar. Wir verbinden damit aber auch zugegebenermaßen die Hoffnung, dass es in den nächsten 20 bis 30 Jahren vielleicht nochmal zu einer kleinen Optimierung kommen wird. Jetzt ist es, denke ich, im Interesse aller Beteiligten, diesen seit Jahren andauernden Prozess nun endlich zum Abschluss zu bringen und mit dem Bau zu beginnen. Wir werden uns jetzt deshalb dieser Vorlage nicht mehr entgegenstellen. Den Antrag, den Herr Wirtz jetzt hier noch kurz vor knapp eingebracht hat, können wir so nicht mittragen. Diesen werden wir ablehnen. Vielen Dank. Wird die Linke nochmal das Wort gewünscht in der Fraktionsrunde? Sieht nicht so aus. SPD? Nein, FDP? Herr Zastrow. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das war ja wirklich eine anstrengende Diskussion, die wir zur Ringstraße gehabt haben. Und zum Glück haben wir nochmal die Auszeit genommen. Zum Glück ging es nochmal eine zweite Runde. Zum Glück hat der Baubürgermeister dort nochmal die Initiative ergriffen, weil ich mir nicht sicher gewesen wäre, wie das im letzten Stadtrat hier ausgegangen wäre. Wir waren alle, glaube ich, über die Fraktionsgrenze hinweg sehr unzufrieden mit dem, was vorgelegt worden ist. Man muss auch ehrlich sagen, sehr unzufrieden mit der Leistung der verantwortlichen Stadtverwaltung, also der Stadtplanung, wie nach so langen Diskussionen für so einen Standort, so ein profaner, ja, erschreckend profaner, zumindest in Teilen erschreckend profaner Gestaltungsentwurf kommen kann. Das hätten wir uns, glaube ich, alle nie vorstellen können. Gut ist aber, dass es dann erheblich verbessert worden ist. Also ich war sehr skeptisch, muss ich sagen, was dann nochmal gezeigt wurde. Aber das ist eine ganz klare Veränderung gewesen, eine eindeutig qualitative Verbesserung gewesen. Man ging viel sensibler mit diesem Standort um. Deswegen auch von uns können wir sagen, dass wir jetzt diesen Kompromiss auch mittragen. Auch wenn es, das stimmt, da gehen dann die Vorstellungen sicherlich weit auseinander, wir uns für diesen Standort auch anderes hätten vorstellen können. Ich werbe ja immer wieder dafür, dass wir auch mal
an bestimmten Stellen versuchen, wäre vielleicht auch interessant gegenüber dem Gewandhaus gewesen, mal anspruchsvolle, moderne Architektur in Dresden zu probieren. Aber da gibt es ja dann, wie Herr Schollbach gestern hier in seiner Rede gesagt hat, für die er sich übrigens für jede Faschingsveranstaltung hervorragend qualifiziert hat. Ulle, Ulle, volle Pulle wollte ich ihm schon zurufen. Wir hatten gerade Sommerfasching bei uns und ich weiß, dass La Tolga, der Langebrücker Karnevalsverein, Nachwuchssorgen hat. Wenn Sie einverstanden sind, gebe ich mal die Adresse weiter. Aber er hat ja vom wackeren Würz gesprochen. Und ich glaube, wir müssen das jetzt so entscheiden, weil der wackere Würz würde jede mutige architektonische Idee zu verhindern wissen, meine Damen und Herren. So ist es bisher immer gewesen, so wird es auch in Zukunft sein. Deswegen, meine Damen und Herren, appelliere ich sehr, dass wir dieses Projekt jetzt voranbringen, dass wir es zu Ende bringen, dass wir auch als Stadt verlässlicher Partner für diejenigen sind, die dort bauen wollen. Und ich freue mich, dass dort jetzt endlich eine Umsetzung passiert. Vielen Dank. Wird Dissidenten das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler? Nein. Dann CDU? Das Wort gewünscht, sieht auch nicht so aus. Dann sind wir aber Bündnis 90 Die Grünen. Herr Löser, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, ich hätte jetzt eigentlich von denen erwartet, die über das Projekt sprechen, dass sie uns auch mal eine Visualisierung zum Thema geben, denn es ist ja immer schwierig, das so ein bisschen abstrakt zu behandeln. Ich habe jetzt hier mal die Präsentation einfach rausgesucht. Wir sprechen jetzt darüber. Insofern hat es Sinn, das jetzt auch mit Bildern zu begleiten. Ich habe jetzt leider keinen Pointer, aber Sie sehen ganz rechts dort neben dem Rathausvorplatz um dieses Gebäude geht es dort am Promenadenring gegenüber dem Pirnaischen Platz. Ich will zunächst kurz sagen, es ist so, wir haben lange um das Projekt gerungen. Und ich gebe auch denen recht, die sagen, wir müssen sehr genau überlegen, was wir an bestimmten Stellen in dieser Stadt, vor allen Dingen mit welcher Nutzung hinterlegen. Und deswegen auch meine Rede gestern zum Königsufer, weil ich eben glaube, dass wir dort auch den Fehler machen, dass wir über Nutzung zu wenig sprechen. Nun haben wir hier einen Vorschlag in der Nutzung und es ist eben nicht so, dass das nur ein Hotel ist, sondern es ist gemischt ein Gebäude, was Geschäftsgebäude mit Wohnen ist und im hinteren Teil Hotel. Ich würde jetzt einfach mal dann kurz durch die Präsentation gehen und Ihnen das zeigen. Vorab an Kollegen Würz, es ist ja auch im Ausschuss gesagt worden durch den Vorhabenträger, wenn es so sein sollte, dass das Hotel bei 0% leer steht, baut er es dann halt zu Wohnungen um. Und ich glaube, mit dem jetzigen Entwurf ist es dann sogar recht interessant. Auch noch ein Punkt, dieses Geld, was wir hier verdienen, indem wir das Grundstück verkaufen, nehmen wir auch für Grundstücke, die zum Beispiel für die WED dann geeignet sind. Also auch das ist, glaube ich, ein Punkt. Ich glaube, es sind 4 Millionen. Ich habe gerade im Mandatus nicht gucken können, weil es nicht aufgeht. Und in der Gestaltungskommission ist das Projekt ja auch betrachtet und gewürdigt worden. Ich zeige es jetzt einfach mal ganz kurz, hoffentlich. Wie kriege ich denn das geklickert hier? Vorhin hat es funktioniert, tut mir leid. Also ich scrolle, okay. Gut, also hier haben Sie mal die Ansichten, wie sie jetzt sind. Sie haben links das Gebäude, was dieses Einkaufshaus mit den Wohnungen werden wird. Rechts ist dann das Hotel. Ich finde durchaus, dass das eine großstädtische Wirkung hat. Ich zeige Ihnen hier nochmal die Veränderung. Das ist die Situation, die wir jetzt haben mit den abgerundeten Ecken. Unten das Hotel ist sehr großzügig hochgezogen, jetzt der große Sockel mit Sandstein. Wir gehen mal weiter runter in die Details. Wir haben dort angeregt, dass man nochmal über die Fenster und auch über die konkrete Ausformung der Fassade schaut. Es gibt dort diese Kanneluren im Untergeschoss. Ich finde eigentlich, das sind alles Ideen, die dazugekommen sind, die dem ganzen Gebäude durchaus eine gewisse Eleganz auch verleihen. Wie gesagt, was anderes geht immer. Jetzt haben wir das und ich finde, es ist in der Gesamtabwägung durchaus ein Gebäude, was ich dort jetzt sehen lassen kann. So, wir haben jetzt mal zumindest gesehen, über was wir sprechen. Wir würden jetzt empfehlen, dass wir dem zustimmen und in der Qualität dann dieses Gebäude auch erhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
So, damit sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Haben zunächst den Ersetzungsantrag Fraktion Die Linke. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Letzteres ist die deutliche Mehrheit. Damit wäre der Ersetzungsantrag abgelehnt. Und wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Ja-Stimmen, keine Nein, 13 Enthaltungen, damit zugestimmt.